gestern aus der Bezirksliga. Bezirksliga Unterausbach erste Mannschaft hat, oder fast kann man schon sagen, hatte die Spielvereinigung Zeggern zu Gast. Es geht hauchdünn zu. Aktueller Stand momentan 7-7. Hier läuft das letzte Einzel mit Tobias Merkel, der 1-0 in 6-4. Er könnte also zumindest mal das Unentschieden schon klar machen, aber so einfach wird das nicht. Und hier im Schlusstabell Marc Jaros, der ist zurzeit nicht ganz gesund, schleppt eine Grippe mit sich rum, der Linkshänder für die Unterasbacher. Und an seiner Seite momentan in ziemlich guter Form Tillmann Kisslinger, einer der drei Kisslinger Brüder. Der beste von ihnen, die Nummer 1, leider nach einem Kreuzbandriss länger verletzt, vermutlich bis zum September des Jahres noch. Das trifft natürlich das Team ganz besonders schwer, wenn der Einser nicht spielen kann und noch dazu ein sehr guter Einser. Aber da muss man durch. Ja, das mit den Schiedsrichtern, das muss man auch einfach zwischendurch mal sagen. Eigentlich darf auch die Einspielphase ohne Schiedsrichter nicht beginnen, weil auch da müssen schon Regeln eingehalten werden, aber in der Bezirksliga ist das wohl alles Covolores. Die Regeln gelten für sehr viele erst, ja, eigentlich erst ab dem Moment, wo ein Schiedsrichter eingeteilt ist und für manche nicht mal da. Schwamm drüber, war nur so eine Anmerkung nebenbei. Hauptsächlich gedacht für meine Freunde von Zinfelde und der Asbach, weil da muss man immer, wenn man warm gespielt ist, immer einen Schiri betteln und dann wird man wieder kalt, bis der kommt. Das ist nicht schön. Nein, nein. Rückschläger Marc Jarosch.
Das ist ein bisschen.